So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich hab Durst. Was passt da am besten als ein Durstlöscher, aber nicht irgendeiner, sondern ein Durstlöscher Mystery? Das sieht auf jeden Fall schon mal verdammt gut aus. Guckt euch das an, man müsste es aber eigentlich so rumhalten wegen dem Thumbnail. Vielleicht mache ich aber noch ein anderes mit eingeschenkt und mit zwei Packungen, denn ich habe zwei Packungen. Obwohl in einer schon 500 Milliliter drin ist und das zu exen, das Ganze zu trinken, ist ja trotzdem erstmal eine Wucht. Das ist ein ganzes Bier. Es gibt ja mittlerweile von allen möglichen Dingen Mystery Getränke, Geschmäcker. Der Pfanner Eistee hat eine Mystery Edition rausgebracht. Die Fanda bringt regelmäßig mit What the Fanda Mystery Editions raus. Dann gibt es keine Ahnung was noch, aber Durstlöscher kannte ich noch nicht. Habe ich bei World of Sweets, glaube ich, mal gesehen. War in einem Paket drin, ist schon ein bisschen her. Hier steht einfach nur drauf: Erfrischungsgetränk mit Früchtetee, Extrakt und Fruchtgeschmack. Wasserzucker, Früchtetee-Extrakt, Hibiskusblüten, Hagebutten, Zitronenschalen, Bitterorangenschalen, bla bla bla. Und dann, keine Ahnung, also es wird halt irgendwie ein bisschen säuerlich, bärig, komisch schmecken. Wir wollen es jetzt aber mal aufmachen, wir wollen es mal da einschenken, beziehungsweise möchte ich zum Probieren einfach mal hier reinpieksen, mal ganz kurz einen Nipper nehmen und schauen, was hat das denn für einen Geschmack? Es schmeckt ziemlich pappig, also ich weiß nicht, ob das von dem Pappstrohhalm kommt, ob das direkt von der Packung kommt, aber ich hätte jetzt eher wirklich auf was Fruchtiges oder was Säuerliches getippt, aber es ist einfach wässrig und im Abgang total stumpf und matt. Aber weiß ich nicht, kann ich nicht definieren. Schmeckt chemisch, schmeckt künstlich, schmeckt nicht angenehm, schmeckt wie wenn ihr jetzt so Kaugummi habt. Fruchtkaugummi, normal Bubblegum. Wenn ihr den schon 3 Jahre lang gekaut habt, der ganze Geschmack ist weg. Ihr kaut aber immer noch weiter und habt diesen Rest Kaugummi, diesen zerflatschten Bums im Mund und tut da immer noch drauf rumkauen. Und ihr nehmt noch so ein bisschen Rest Kaugummi wahr. Also so schmeckt das jetzt gerade. Und das ist nicht unbedingt angenehm. Also ich habe keine Ahnung. Geschmacksrichtung erraten und gewinnen. Nee, da bin ich raus. Ich mache das zweite Päckchen jetzt nämlich mal mit einer Schere auf. Da fülle ich hier drüben. Ich schneide hier drüben. Genau, ich schneide mir das hier auf. Fülle das jetzt mal in das Glas ein, dass man auch mal die Farbe sieht. Sieht aus wie Pfirsich-Eistee oder so. Also die Farbe sieht auf jeden Fall gut aus. Schön goldig, wie ein richtig edler Sekt oder was anderes. Jetzt machen wir das wieder zusammen, dass das gut aussieht für das Thumbnail. Stellen das hier daneben. Stellen das hier daneben, aber ohne Trinkhalm. Dann sieht das nämlich so aus, als wäre das noch zu. Und als wäre das auch noch zu. Und dann kann man das bestimmt das Thumbnail noch mal irgendwie so reinhalten. Und gleich fällt's um. Das geht gar nicht. Wie ging das immer draußen auf dem Balkon, dass man das reinhalten konnte und das gut ausgesehen hat? Das funktioniert hier nicht. Das heißt, die Packung kommt weg. Wir nehmen einfach das Ding hier, wir halten das Glas hoch und sagen, das ist der Mystery Eistee. Und daneben steht irgendwo Ramses Kitchen. Guckt ihr das an? So, und den wollen wir jetzt ganz wegziehen und den Rest hebe ich mal für Pupsi auf, vielleicht will die mal probieren. Das Glas ist kalt. Das Glas ist beschlagen, aber es schmeckt dieser abgeranzte, abgestandene, ausgekaute Bubblegum-Geschmack ganz am Ende wie ein richtig verdörrter, weiß ich nicht. Wer sich sowas ausdenkt, keine Ahnung, mir schmeckt's nicht. Habt ihr das schon mal probiert? Kennt ihr das? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Der Durstlöscher Mystery, auf jeden Fall was fürs Auge, fürs, naja, und das war's auch schon. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.